Trainer, 2:2 im letzten Test der Vorbereitung gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt. Wie sind heute deine Eindrücke? Ja, erstmal denke ich mal, eine schöne Kulisse. Gegen einen Bundesligisten zu spielen, ist auch immer eine tolle Sache. Das Ergebnis ist toll. Ja, wir haben jetzt nicht hoch verloren, wir haben jetzt auch nicht groß gewonnen. Das heißt, wir können alle auf dem Teppich bleiben. Wir wissen, was wir noch brauchen. Zum Beispiel die beiden Gegentore, die waren für mich ein bisschen zu einfach. Da haben wir nicht so zugepackt. Aber das Spiel allgemein, man hat gesehen, dass wir kurz vorm Start sind, Frankfurt noch nicht. Und das musste man sehen. Und vor allem, dass wir auch mutig gespielt haben. Deswegen bin ich so im Großen und Ganzen zufrieden. Dankeschön. Bitteschön.